Hallo und herzlich willkommen zu einem Spaziergang mit Marius Müller, Direktkandidat der Partei Volt für den Wahlkreis Worms. Danke, dass Sie da sind. Ich freue mich. Wir haben ein paar Fragen für Sie von Schülerinnen und Schülern. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Und zwar nennen Sie uns drei Gründe, warum ErstwählerInnen Ihre Partei wählen sollten. Also wir haben aktuell eine Situation, dass wir in der Politik vor unglaublich großen Herausforderungen stehen. Und zeitgleich steht ja jetzt einen Zeitenumbruch an mit dem Ende der Merkel-Kanzlerschaft. Und wir sind fest davon überzeugt, dass wir heute unbedingt den Grundstein legen müssen für eine ganz, ganz neue Politik. Und wir von Volt, wir wollen diese Politik bieten. Und unsere neue Politik, die hat sogar vier Grundzüge, die wunderbare Gründe sind, Volt zu wählen. Erstens, Volt ist eine paneuropäische Partei. Das heißt, wir sind nicht nur in Deutschland aktiv, sondern in über 29 europäischen Ländern mit einem Grundsatzprogramm. Das heißt, wir wollen eben Politik global machen. Das heißt, wir arbeiten in ganz Europa an einem Programm zusammen. Das Zweite ist, wir sind eine evidenzbasierte Partei. Das heißt, alle unsere Policies gründen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, wir unterscheiden uns dadurch zu anderen Parteien, dass wir nicht in irgendwelche ideologischen Grundsätze verstrickt sind, sondern wir wollen das wirklich wissenschaftlich angehen. Das Dritte ist, wir sind eine inklusive Partei. Wir wollen halt eine größtmögliche Mitbestimmung aller Bürger und Bürgerinnen ermöglichen. Und das Vierte ist, wir verstehen uns nicht nur als Partei, sondern als Bewegung. Das heißt, nicht nur für eine Wahl wollen wir irgendwie was machen, sondern wir wollen eigentlich das ganze Jahr über Politik an den Orten fortführen. Okay, dann kommen wir zu dem ersten großen Bereich. Und zwar, wie genau wollen Sie die Digitalisierung an Schulen vorantreiben und wann? Also wann? Schön wäre es, wenn es sofort ginge. Leider haben wir noch nicht die Möglichkeit. Wir sprechen in unserem Programm gar nicht mal so sehr von der Digitalisierung, sondern wir wollen eigentlich die digitale Transformation des Bildungswesens. Das bedeutet eben, dass wir nicht einfach analog die Prozesse ins Digitale übertragen, sondern wirklich diese digitalen Möglichkeiten für Verbesserungen nutzen. Und da haben wir eigentlich eine ganz, ganz breit aufgestellte Policy für, wie wir das bewerkstelligen können. Das fängt eben an mit der Infrastruktur, die wir ausbauen müssen, Geräte, Internet etc. Aber dann halt auch die ganzen Skills für die Lehrerinnen und Lehrer, die wir ausformen müssen. Bewerkstelligen wollen wir das vor allem dadurch, dass wir eine Bundesbildungskommission einsetzen. Das heißt, wir wollen das Kooperationsverbot kippen und Bildung vereinheitlichen. Und das alles organisiert diese Bundesbildungskommission in Zusammenarbeit mit dem Digitalministerium. Jo. Und okay. Das so schnell wie möglich, das wäre schön. Okay, also Sie haben ja gesagt, dass Sie sehr auch in Europa vertreten sind. Ja. Und wie können Sie es denn ermöglichen, dass junge Menschen auch in ärmeren Ländern regelmäßig zur Schule gehen können? Also ich denke, gerade um ärmere Länder zu stärken, ist die einzige Möglichkeit eine Handelspolitik auf Augenhöhe. Also wenn wir es schaffen, durch unseren Handel halt eben andere Nationen, die vor allem ärmer sind, zu unterstützen, führt das automatisch zu mehr Wohlstand in diesen Ländern oder Nationen. Und mehr Wohlstand heißt eben auch, dort kann zum Beispiel das Bildungssystem ausgearbeitet werden. Und dann noch eine weitere Frage. Wie wollen Sie denn den Bildungsrückstand durch Corona, den ja eigentlich alle Schüler erlebt haben, kompensieren? Ja, das ist die Sache mit dem Bildungsrückstand. Ich bin davon überzeugt, wir müssen erstmal wirklich gucken, wo ist denn dieser Rückstand entstanden. Weil es gibt ja auch viele Studien, die sagen, so viel Rückstand gab es jetzt gar nicht. Das heißt, erstmal schauen, was hat gelitten? Und wenn wir das herausgefunden haben, dann müssen wir ganz, ganz konkret in diesen Bereichen fördern. Das heißt, da müssen wir dann halt eben mit viel, viel mehr Lehrkräften fördern, mit viel, viel mehr Ressourcen und vor allem auch mit einer digitalisierten Schule. Okay. Und dann noch eine weitere Frage, die von Schülerinnen und Schülern kam. Warum ist denn das Schulsystem veraltet, beziehungsweise kann man das Schulsystem ändern? Naja, das Schulsystem ist ja ein menschengemachtes System und diese Systeme können wir natürlich alle ändern. Und unser Schulsystem in Deutschland ist ein System, was wir auf jeden Fall mal ändern müssen, weil wir arbeiten nicht nur mit ziemlich veralteten Lehrplänen. Wir haben ja auch in Deutschland ganz oft dieses dreigliedrige Schulsystem von Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Und das zementiert eigentlich in unserer Gesellschaft ein ganz, ganz starkes Ständedenken. Also wir separieren Kinder schon in dem jungen Alter wirklich in
Bildungsstände und das löst sich da gar nicht mehr aus. Mhm. Und wenn man mal so generell sich überlegt, was unsere Schulen heutzutage machen, sind die von ihrer Zielsetzung gar nicht so weit entfernt von dem Schulsystem, was damals mit den preußischen Reformen eingeführt wurde. Wir wollen immer noch den Menschen in der Schule schaffen, der ins System passt. Und wir von Volt wollen aber die Schule dafür nutzen, dass die Menschen sich halt eben völlig frei entfalten können. Das schaffen wir momentan halt leider nicht. Okay, und dann zur letzten Frage in dem Bereich Bildung. Sind Sie denn für ein deutschlandweit einheitliches Abitur? Ja, also nicht nur das Abitur wollen wir vereinheitlichen in den Grundfächern, sondern auch alle Abschlussprüfungen. Denken wir, es ist sinnvoll, diese zu vereinheitlichen, damit wir bundesweit eine Vergleichbarkeit herstellen können. Also ein Thema, was ja auch immer mehr Menschen betrifft, ist Umwelt- und Klimaschutz. Und dazu die Frage, was möchten Sie bzw. Ihre Partei denn konkret gegen den Klimawandel tun? Okay, also der Klimaschutz ist in unserem Parteiprogramm natürlich sehr, sehr fest verankert. Und unsere großen Ziele im Klimaschutz sind eben die CO2-Neutralität bis 35 und die Klimaneutralität bis 40. Wir wollen das auch in ganz Europa. Und dafür kann ich jetzt einfach mal zwei Policies rausgreifen. Das wäre einmal die Energiewende. Also wir sind feste Verfechter des Kohleausstiegs bis 35 und wollen eben die Umstellung auf erneuerbare Energien viel, viel größer fördern, indem wir die Ausschreibung erhöhen. Wir wollen aber auch lang- und kurzfristig die Forschung an verschiedenen Energiespeichern ermöglichen, um eben auch Energie bereitzustellen aus den erneuerbaren Energien. Und wir wollen auch den Strompreis verändern. Das heißt, wir wollen die EEG-Umlage zum Beispiel abschaffen und die Steuer ein bisschen erhöhen, was aber trotzdem dann für den Endverbraucher eine Senkung des Strompreises bedeutet. Und das halt eben alles aus erneuerbaren Energien, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Klimaschutz. Das zweite wäre zum Beispiel die Mobilitätswende. Da ist ja auch die CO2-Bepreisung ein ganz, ganz großes Thema. Und wir wollen eben Autos unterschiedlich bepreisen. Das heißt halt eben, wenn so ein ganz großes Auto halt eben einen viel, viel höheren CO2-Ausstoß hat, dann wird das natürlich teurer, so ein Auto zu fahren. Und ein kleineres Auto halt was billiger, weil wir können auf diesen Personenverkehr nicht unbedingt verzichten, gerade wenn wir aufs Land schauen. Für die Städte ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir den öffentlichen Nahverkehr viel, viel attraktiver machen durch zum Beispiel eine Flatrate zum Fahren etc. Okay, und wie stehen Sie denn dazu, also zu diesen Vorschlägen der EU-Kommission, dass ab 2035 gar kein neues Benzin- oder Dieselauto zugelassen werden sollte? Na, da sind wir sogar ein bisschen radikaler. Wir wollen ab 35 den Einsatz von fossilen Kraftstoffen komplett verbieten und nur noch auf synthetisch hergestellte Kraftstoffe halt eben umschwenken. Aber das Ziel ist natürlich bis zu dem Zeitpunkt schon eine sinnvolle Elektromobilität komplett ausgebaut zu haben. Okay. Und wie gehen Sie mit dem Thema Massentierhaltung um? Also Massentierhaltung, gerade in ganz Europa, wollen wir auf jeden Fall die Standards erhöhen. Aber das natürlich dann auch halt in der Preisgebung von Fleischprodukten oder tierischen Produkten, das immer an die Standortgegebenheit anpassen, damit eben auch das sich für die Landwirte in Deutschland überhaupt noch rentiert. Okay, dann kommen wir auch in diesem Thema schon zur letzten Frage. Und zwar, wie möchten Sie denn den Klimawandel bekämpfen? Und also zum Beispiel, wenn viele Länder ja auch nicht mitmachen wollen. Genau, also da ist ja genau unser Ansatz mit dem Pan-Europäischen eine ganz wichtige Sache. Wir wollen das ja gemeinsam machen. Das heißt, erstmal für ganz Europa wollen wir es ja durchsetzen, dass wir es gemeinsam machen. Natürlich wird es, wenn wir es in ganz Europa hinbekommen, immer noch Länder geben, Nationen, ganze Kontinente, die das nicht machen möchten. Und da gibt es halt eben zwei Ansätze. Einmal ist, wir müssen dann hier in Deutschland die Dekarbonisierung halt vorantreiben, indem wir natürliche Speicher wieder renaturieren, das heißt Wälder, Moore etc., dass wir halt eben aktiv beitragen, CO2 aus der Atmosphäre zu bekommen. Da gibt es auch verschiedene technische Möglichkeiten und das wollen wir fördern. Andererseits möchten wir eben mit der Klimadiplomatie halt von Europa ausgehend dann auch diese Staaten unter Druck setzen. Weil die Europäische Union hat auf jeden Fall außenpolitisch die Möglichkeit, durch, was weiß ich, Handelsabkommen auch Klima weltweit zu fordern. Okay, die Corona-Pandemie hat ja nicht nur in den Schulen Schäden hinterlassen, sondern auch in der Wirtschaft. Und was ist Ihrer Meinung nach denn der beste Weg, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu beseitigen? Ich glaube, sinnvoll ist es auf jeden Fall jetzt zu investieren, halt eben in Industrietechniken, investieren, damit wir halt eben in der Zukunft da wirklich eine große Möglichkeit haben,
wieder wirtschaftlich stärker dazustehen. Wir fordern auf jeden Fall eine geringe Senkung der Unternehmenssteuern, um halt eben Unternehmen zu entlasten, aber wollen auch halt Neugründungen ganz, ganz stark fördern, um eben Unternehmen jetzt auch ja, aus der Patsche zu helfen. Aber die wirtschaftlichen Folgen, das ist wirklich ein großes Thema. Eine richtige Patentlösung weiß ich dafür jetzt persönlich nicht. Okay. Und dann kam noch eine Frage, und zwar, wie kann der Ausbau von Glasfasern denn zügig in allen Regionen umgesetzt werden? Okay, da ist erstmal grundlegend unsere Forderung nach dem Bundesdigitalministerium. Das heißt, wir wollen wirklich diese Anliegen zentral in ein Ministerium verfrachten. Und dort soll daran gearbeitet werden, dass einmal die bürokratischen Hürden für die Kommunen genommen werden, aber auch die Selbstkostenanteile der Kommunen beim Glasfaseraufbau möchten wir eigentlich komplett streichen, damit das wirklich jetzt ganz, ganz rasant umgesetzt werden kann. Okay. Und wie stehen Sie denn zum Thema Mindestlohn? Wir befürworten den Mindestlohn und fordern einen Mindestlohn von 13 Euro, aber vor allem branchenübergreifend. Momentan ist dieser Flickenteppich aus unserer Sicht sehr unfair. Okay. Und zu welchen Ländern möchten Sie denn die wirtschaftliche Beziehung stärken? Prinzipiell zu den Ländern des globalen Südens. Und da eben auch mit diesen Handelsbeziehungen, wie ich es schon angesprochen hatte, denken wir, dass wir dort viel Hilfe verrichten können und müssen. Und auch noch eine Frage zur Wirtschaft. Wie möchten Sie die Staatskassen wieder auffüllen? Das ist genauso eine Mammutfrage. Da muss man sich erstmal die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, diese volle Staatskasse zu haben oder dieses Geld, was man eben hat, zu investieren. In unserem Wahlprogramm fordern wir auf jeden Fall ein paar Punkte, mit denen wir halt eben mehr Geld in den Steuersäckel bekommen. Das ist zum Beispiel, wir wollen, dass die Einkommensteuer für den oberen Bereich leicht erheben. Wir wollen aber auch die Schenkungssteuer beispielsweise erheben. Und andererseits muss man sich vielleicht aktuell überlegen, ob es nicht vielleicht viel sinnvoller wäre, dass Deutschland jetzt neue Schulden macht. Denn im Rahmen der Negativzinspolitik wäre das vielleicht momentan ein sinnvoller Weg. Okay. Und dann noch eine letzte Frage. Wie unabhängig von der Wirtschaft kann denn die Politik agieren? Stichpunkt Lobbyismus. Also Wirtschaftslobbyismus ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes und gehört ja zu einer Demokratie auf jeden Fall dazu. Problem liegt ja wirklich darin, dass es gar keine Übersichtlichkeit mehr gibt, also wer wie auf die Politik einwirkt. Und gerade in diesem Bereich fordern wir auch die Verbesserung des Lobbyregisters. Da gibt es noch viel zu viele Ausnahmen, dass man gar nicht nachvollziehen kann, wer da bei welcher Gesetzgebung wie einwirkt. Das wollen wir auf jeden Fall verbessern, weil der Lobbyismus gehört ja prinzipiell dazu. Und genau, dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Flüchtlinge werden ja auch immer mehr in Deutschland, dadurch, dass ja auch durch den Klimawandel einfach auch zum Teil einfach öfter flüchten müssen. Und warum nehmen denn andere Länder weniger bzw. keine Flüchtlinge auf? Und was möchten Sie speziell oder Ihre Partei dagegen tun? Also für andere Länder kann ich jetzt ganz, ganz schwierig sprechen, aber ich denke, da geht es viel darum, dass man mal hinterfragt, wo das herkommt. Ich denke, da hängt viel mit Ängsten, hängt das zusammen. Mit Angst vor Kulturverlust etc., das muss man auf jeden Fall ernst nehmen und in der Diskussion aufnehmen, weil Ängste sind berechtigt. Aber ich denke, ein sinnvoller Weg, eben um das auch komplett europäisch anzugehen, ist eben, dass wir erstmal akzeptieren müssen, dass eine Migration nach Deutschland oder Europa kein Ausnahmezustand ist. Das gab es schon immer, es wird es immer geben und wahrscheinlich in der Zukunft auch noch viel, viel häufiger. Wie wir das dann in Europa steuern, da brauchen wir auf jeden Fall ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Das heißt, wir fordern auch, das Dublin-Verfahren auszusetzen und einen ganz neuen Verteilungsschlüssel anzulegen. Und auch auf Freiwilligkeit von beispielsweise Kommunen wollen wir setzen. Kommunen können ja meistens sagen, wie viel können die aufnehmen. Und dann wirklich auch eine verbindliche Verteilung. Okay. Und was halten Sie denn davon, dass Flüchtlinge, die sich in ihren Gemeinden schon integriert haben, abgeschoben werden? Naja, das führt eine ganze Migrationspolitik ad absurdum. Also das wäre ja eigentlich, das ist ja das Ziel einer Migrationspolitik, eine Integration. Und wenn die dann abgeschoben werden, dann bräuchte man theoretisch gar keine Migrationspolitik. Also wir möchten auf jeden Fall die Abschiebungen verhindern, aber sehen auch manchmal, dass Abschiebungen nötig sind. Wann denn?
Bei straffälligen Migranten gehen wir schon davon aus, dass es dann die Fälle gibt, wo dann auch eine Abschiebung gerechtfertigt ist. Aber prinzipiell, wie gesagt, möchten wir eigentlich von den Abschiebungen Abstand nehmen. Sehen Sie Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit der Migrationspolitik der EU mit den allgemeinen Menschenrechten? Ja. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang gar nicht diesen handelnden Institutionen oder Personen da wirklich eine Böswilligkeit unterstellen, sondern ich denke einfach, dass diese reagierende Flüchtlingspolitik, die wir in ganz Europa haben, einfach dieser Grund dafür ist, dass die Akteure überfordert sind. Und das wird sich leider nicht ändern, wenn wir nicht von dieser reagierenden Flüchtlingspolitik Abstand nehmen und eine agierende Flüchtlingspolitik in ganz Europa aufbauen können. Okay. Dann zum Schluss noch Fragen zu weiteren Themen, ganz bunt durchmischt. Die erste, was halten Sie von gendergerechter Sprache? Ein ganz weites Feld auf jeden Fall. Also wenn man sich erstmal den Begriff der gendergerechten Sprache anschaut, ich weiß gar nicht, inwieweit Sprache gerecht sein kann. Also wir nutzen da lieber den Begriff der gendersensiblen Sprache. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine Sensibilisierung in der Sprache sehr, sehr wichtig ist für eine inklusive Gesellschaft. Und deswegen finde ich die gendersensible Sprache auch gerechtfertigt, wichtig und notwendig. Aber ich persönlich habe halt mit der Art, wie momentan die Gendersprache genutzt wird, finde ich problematisch in vielerlei Hinsicht, weil diese Sprache in der jetzigen Form viel exkludiert. Also es wird ein zu großer Fokus aufs Geschlecht gelegt, es werden viele, viele Trennungen vorgenommen und die Sprache soll ja dann eigentlich vereinen. Und hinzu kommt, dass gerade für Migranten, die nach Deutschland kommen und die deutsche Sprache lernen wollen, stellt diese Art, die wir jetzt haben, schon eine ziemliche Sprachbarriere dar. Also es sind sehr, sehr viele Punkte, die sich da irgendwie verbessern müssten. Aber es ist ja bei der Sprache so, eine Sprache entwickelt sich. Da jetzt wirklich eine Grammatik zu finden, die das perfekt macht, glaube ich, geht nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Aber wie gesagt, ich finde es wichtig. Wolf findet es sehr, sehr wichtig für die Gleichberechtigung. Und auch ich nutze halt in der Schriftsprache die gendergerechte oder gendersensible Sprache. Wie Sie gemerkt haben, in der gesprochenen Sprache jetzt eher nicht. Möchte damit aber definitiv niemanden ausgrenzen, wenn ich jetzt das generische Maskulinum nutze. Sie haben natürlich auch den Punkt Gleichberechtigung angesprochen eben. Wie möchten Sie die Gleichberechtigung der Geschlechter stärken? Also die Gleichberechtigung der Geschlechter oder generell die soziale Gleichberechtigung ist für uns auch ein ganz, ganz großes Anliegen. Wenn wir jetzt genau halt mal auf die Gleichberechtigung oder die Förderung der Frau schauen, da haben wir halt gerade am Arbeitsmarkt viele Policies, wo wir sagen, wie kriegen wir halt eben die gleiche Bezahlung hin, wie kriegen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hin. Wir fordern auch verschiedene Vorstandsquoten und auch jetzt schon in der Parteiarbeit setzen wir das halt so weit um, dass wir beispielsweise paritätische Wahllisten aufstellen. Parteiämter werden prinzipiell auch paritätisch besetzt und das wollen wir halt dann auch im Großen fortführen. Okay, und wie sieht es da mit den Kosten für die Menstruationsprodukte zum Beispiel aus oder für die höheren Kosten beim Friseur oder im Drogeriemarkt? Also wenn wir jetzt mal auf die Menstruationsprodukte schauen, da blickt Volt halt nach zu dem Best-Practice-Beispiel in Schottland. Da ist es seit einiger Zeit so, dass alle öffentlichen Gebäude verpflichtend kostenlos diese Produkte anbieten müssen. Und das ist auch unsere Vision für Deutschland. Bei jetzt Drogerieprodukten oder Dienstleistungen, wo es eben für ein Geschlecht manchmal teurer ist, weiß ich nicht, ob da der Staat eben sowas regeln kann. Da denke ich, liegt es eher im Ermessen des oder der Einzelnen, ob man dieses Produkt oder diese Dienstleistung eben in Anspruch nimmt oder kauft. Mhm. Dann mal eine ganz andere Frage, was aber auch in der Jugend immer häufiger vorkommt. Wie stehen Sie denn zu einer Legalisierung von Cannabis? Wir sprechen uns definitiv dafür aus. Wir möchten Cannabis ab dem Alter von 21 legalisieren, aber unter starker staatlicher Kontrolle. Und das eben auch alles wissenschaftlich begleitet, dass wir halt eben sehen, wie wirkt sich denn Cannabiskonsum überhaupt aus. Okay.
Dann eine weitere Frage. Wie wollen Sie mit den rechtsradikalen Strömen in der Polizei umgehen? Das ist auch ein schwieriges Thema, weil ich sag mal, die rechtsradikalen Strömungen in der Polizei sind leider ja auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft. Und man tut sich jetzt halt total einfach, wenn man sagt, jo, da sind die Bösen. Oder so einfach ist es leider nicht. Ich meine, es ist unglaublich tragisch und gar nicht vertretbar, dass eben rechtsradikale Strömungen in einer Polizeibehörde beispielsweise Unterschlupf gefunden haben. Das möchten wir auch ganz, ganz stark präventiv bearbeiten, aber jetzt auch, wenn es passiert, unterbinden und halt Mechanismen etablieren, die halt eben dagegen arbeiten. Aber prinzipiell müssen wir da halt ganz gesamtgesellschaftlich dran arbeiten, wie zum Beispiel durch Prävention in Schulen. Okay. Und dann als abschließende Frage, erachten Sie das Wählen mit 16 sinnvoll? Ja, und zwar für Europawahlen, Landtagswahlen und Bundeswahlen, aber sogar für die Kommunalwahlen fordern wir eben das Wahlalter auf 14 herabzusenken, weil wir uns damit versprechen, wirklich eine viel, viel größere Beteiligung in der Bevölkerung für Politik zu erreichen. Es muss natürlich dann in Einklang gehen mit verschiedenen Förderprogrammen in Schulen, dass man halt eben auch Politik unterrichtet und nicht nur Sozialkunde. Okay, dann danke ich Ihnen für das Interview und dass Sie Zeit dafür gefunden haben und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Wahlen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.